Ich weiß nicht so recht, ob, wenn man heute aufs Land zieht, ob man wirklich die Gesellschaft verlässt. Weil das Erste, was man ja abklärt, ist, hat es dort einen Zugang an ÖV, hat es dort schnell das Internet. Und genau das Gleiche, wenn man ins Wellness-Resort geht. Da sind wir eigentlich mega blöd, oder? Wir gehen ins Wellness-Resort, nehmen den Laptop mit, tun dort also als Erstes ins WLAN einloggen. Und das Ganze wirklich rausgehen aus dieser Gesellschaft, aus dem Trubel und zu dem, das zu sich finden, das findet dann gar nicht statt. Hallo zusammen, das ist Fleisch und Bossart mit dem Yves und mir, der Barbara, und wir diskutieren hier philosophische Alltagsfragen. Heute stellen wir die Frage Stadt oder Land. Yves, wo wohnst du? Wie du weißt, Barbara, habe ich mehrere Wohnsitze. Aber in Zürich wohne ich am Stadtrand. Sind wir es aber noch schnell? Vorteil habe vom Land und von der Stadt. Also in der Aglo wohnst du? Es ist, glaube ich, nicht Aglo. Es ist wirklich Stadtrand, aber so sehr nahe zum Grünen und einigermaßen ruhig auch noch. Und Privilegien vor allem. Ja, und wir haben es in der Stadt nicht mehr leisten können. Apropos Privilegien. Also es ist einfach auch teuer, die Stadt. Das ist ein wichtiger Punkt, oder? Also man kann gar nicht so frei wählen, wo man wohnt, weil... Widerspricht meinen mehreren Wohnsitz, aber... Genau. Ja, nein, es ist mega teuer. Es ist absurd teuer. Also die Leute, die sich etwas kaufen, was ja alle sind im Moment, die finden dann nichts in der Stadt. Du musst extrem weit rausgehen. So. Das ist völlig überteuert. Das ist wahrscheinlich eine riesen Blase, die irgendwann wird platzen. Genau, aber bei mir ist es nicht nur das. Ich bin auch am Stadtrand aufgewachsen, von Luzern. Sehr nah am Wasser und am Wald. Und das geht ganz tief rein. Ich habe dann mal in Berlin gelebt, in Köln gelebt, was für mich dann schon so grosse Städte waren. Und das, ich habe es vermisst, ich habe die Natur vermisst, ich habe die Ruhe vermisst. Es war mir zu hektisch und zu viel einfach, eine Reizüberflutung. Obwohl man muss sagen, dass mit der Reizüberflutung, ich meine, Städte in der Schweiz kann man eigentlich gar nicht wirklich Städte nennen, oder? Das ist ja nicht Buenos Aires oder so. Also das ist alles irgendwie Babystube-mässig klein. Total, es ist total relativ. Und es gibt auch, ich meine, in Zürich gibt es super Parks und grüne Felder und Räume und so, wo du irgendwie auch dich kannst entspannen, wo kleine Oasen sind in der Stadt und so. Total. Aber trotzdem zieht es mich. Also ich meine, in der Schweiz hast du Natur viel näher. In Köln ist das schwieriger gewesen. Da ist mal Baggersee irgendwo. Aber es ist interessant, weil natürlich wirklich die Frage, wie ist man aufgewachsen? Ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen. Aber für mich ist das gerade nicht so ein Idyll, weil ich zum Beispiel das Dorf auch zum Teil als sehr eng empfunden habe. Zum Beispiel was so Denke anbelangt. Du hast natürlich irgendwie nicht so eine Pluralität, wie du hast in einer Stadt. Mhm. Das ist etwas, was mich an der Stadt immer schon fasziniert hat, dass du einfach mit den unterschiedlichsten Weltanschauungen, die unterschiedlichsten Interessen, Hobbys, Lebensformen treffen aufeinander. Und man kann sich wahrscheinlich auch sehr unabhängig entwickeln, sozusagen nicht so eingepfercht, vielleicht nicht so beobachtet von den anderen. Wenn die Durchmischung noch stattfindet in der Stadt, dann hast du das wahrscheinlich. Die Vielfalt, wo du ausgesetzt bist, das anderen und so, oder? Aber das ist natürlich auch Gefahr, dass in einer Stadt einfach das gewisse Quartier geht und in deinen Bubbles innen lebst. Aber sonst würde ich auch sagen, du hast viel mehr Anreize und Anregung von außen und nicht umsonst in der Stadt auch irgendwie die Wirtschaftsmotoren und die kulturellen Motoren und das progressive Denken findet eher dort statt. Ganz viele Ideen kommen natürlich wirklich auch aus der Stadt. Oder die 30er-Zonen zum Beispiel sind aus der Stadt gekommen und langsam ins Land rein. Oder jetzt Ehe für alle ist natürlich ein Produkt, das in der Stadt entstanden ist eigentlich. Aber ich finde, trotzdem, um nochmal bei dem bleiben, die sogenannte Polyphonie von der Stadt, die Vielstimmigkeit, das ist etwas, was Michael Bachtin, ein russischer Philosoph, herausgefiltert hat, ein urbaner Denker, der die Stadt verteidigt hat. Und sein Punkt ist nicht so sehr, dass du mit anderen in Kontakt kommst, sondern du kannst eben gerade, weil Grossstadt anonym ist, sehr viel eher deine Stimme leben und finden, weil du eben Gleichgesinnte noch findest. Im Dorf ist die Chance relativ klein, dass wenn du irgendeine spezielle Vorliebe hast oder eine spezielle Identität, dass du jemanden findest, der zu dir passt. In der Stadt findest du das eher. Ja, es ist repressiver wahrscheinlich. Einerseits bist du mehr überwacht auf dem Dorf. Paradoxerweise, oder? In der Stadt irgendwie sieht jeder, aber es ist die Anonymität, die irgendwie ein Stück Freiheit zurückgibt und dir gibt. Es gibt den Philosophen, Georg Simmel, der sagt, du gewünschst eine Art von Freiheit. Aber es gibt auch etwas, das er nennt, so das Exzentrische.
dass irgendjemand sich ausprobieren kann und etwas Extremes machen und es fällt weniger auf. Das beobachten wir auch mehr in der Stadt. Und das ist genau. Nicht nur immer eine Freiheit, sondern es kann auch so ein Druck sein. Etwas Besonderes müssen sein, speziell müssen sein, müssen auffallen in dieser Masse. Und das andere ist, was er sagt, das ist interessant, ist im Aufsatz, das ist vor über 100 Jahren geschrieben, die Großstädte und das Geistesleben von Georg Simmel, schreibt er, die Mentalität von einem Städter, von einer Städterin, ist die Blasiertheit. Es ist so ein Selbstschutz, so ein bisschen ein Panzer, wo du dir musst zurechtlegen, damit du die Reizüberflutung aushaltest. Das ist noch interessant. Du hast auch den Shadow of the Future nicht. Also gewisse Leute siehst du einfach einmal und nachher nicht mehr. Ja. Das ist auf dem Dorf anders. Das ist natürlich auch gewisse... Man sieht sich immer zweimal. Ja, genau. Und dann verhaltest du dich natürlich anders. Ja. Das macht recht viel mit einem, oder? Wobei das eben auch in die andere Richtung losgeht. Du getraust dann eben nichts, weil du wirst schon eben kontrolliert. Aber vielleicht noch kurz zu dem, die Reizüberflutung, das ist etwas, wenn wir noch bei der Stadt bleiben, wo natürlich andere Philosophen zum Teil ganz grossartig gefunden haben, zum Beispiel der Walter Benjamin, der in seinem Passagenwerk, aber auch in der Berliner Chronik, das auch beschreibt, die Reizüberflutung, die vielen Eindrücke, dass sich verirren in der Stadt, dass das etwas ganz fantastisch Anregendes auch haben, etwas Verstörendes. In dieser Berliner Chronik gibt es die schöne Idee auch, dass er sagt, sich verirren in einer Stadt ist eigentlich extrem schwierig. Man kann sich versuchen, zurechtzufinden mit einem Stadtplan, aber sich verirren, das ist etwas, wo er findet, das ist eigentlich schwierig, weil das heisst auch ein Stück weit sich selber wie aufgeben und sich in das Getöse hineinstürzen und sich wie dem innen auch ein bisschen auflösen. Und das finde ich, beschreibt er so schön, das unglaubliche Gewusel, das auch etwas sehr, sehr Anregendes kann haben. Ah, für mich ist das einfach nur anstrengend. Wenn ich am Abend dann, also in fremden Städten, wenn ich reise und so, am Abend ins Hotel ziehe, wo man dann irgendwie brummt, der Schädel, und es ist einfach too much und ich fühle mich überhaupt nicht gut. Hingegen, wenn ich irgendwie wandern gehe oder Skitouren machen oder so und komme am Abend, habe ich ein ganz anderes Gefühl. Also für mich ist schon die Natur viel mehr Inspiration und das, was man Kraftort nennt und so, als eine Stadt. Aber Yves, da würde ich jetzt mal unterscheiden. Jetzt hast du gesagt, Inspirationsort und Sehnsuchtsort. Und ich würde wie sagen, mir geht das auch so. Ich habe ganz, ganz grosse Sehnsucht immer wieder nach der Natur, ganz extrem. Aber was ist das genau für eine Sehnsucht? Ich glaube, es ist nicht Sehnsucht nach dem Dorfleben. Weil es ist ja auf dem Dorf eben unter Umständen sehr viel, wie soll ich sagen, eigentlich vergesellschafteter. Also es hat irgendwie jeder sein Auto oder zwei Auto vor der Garage stehen, jeder hat ein Trampolin und einen Swimmingpool und es ist sehr kontrolliert. Ich tue es jetzt ein bisschen überspitzen. Aber so das ganz Unverstellte, das Möcki in Finnland oder das Meiensäss in den Bündner Alpen. Einsamkeit. Genau, das findest du ja eigentlich auf dem Land. Wenn die Leute sagen, ich wohne auf dem Land, dann stimmt es sicher nicht für alle, dass das auch ein Rückzug ist in die Einsamkeit. Viele wollen ja aufs Land ziehen und trotzdem gut abbunden sind an einer Autobahn und leben dann irgendwann an einer Durchgangsstrasse, keine Ahnung was. Aber wirklich die Landlust, die kenne ich auch extrem gut. Aber ich würde sie nicht benennen als einen Ort von Inspiration, wie die Stadt Inspiration kann sein, weil die Inspiration, die du im Land hast, die kommt eigentlich dadurch, dass das, was du erlebst, lässt sacken. Dass du zu dir kommst, dass du gut, frei kannst denken. Aber die Inspiration, die von außen her neue Sachen kommen, das findest du in der Natur nicht so. Es gibt auch unter den Philosophinnen und Philosophen solche Stadtfreunde und Landfreunde. Ja, genau. Und viele haben auch ihr Hütchen gehabt, zum Schreiben und zum sich selber finden. Und so. Es gibt die ganze Tradition von Jean-Jacques Rousseau über Henry David Thoreau und so, die Natur. Wittgenstein, aber auch Heidegger, oder alle in den Hütten geschrieben. Dort finde ich, es gibt wie auch so dahinter schlummernd zwei Vorstellungen, zwei Ideale von Selbstentfaltung oder Selbstwertung. Und das eine ist das Rousseau'sche Ideal, sage ich jetzt mal. Du kannst nur zu dir selber finden, wenn du möglichst frei bist von äußeren Einflüssen. Ganz einfach gesagt, wie ein Samen von einer Pflanze, dass der sich entfalten kann und gross werden. Und das andere ist das Gegenmodell, das man vielleicht mit dem Hegel könnte assoziieren, das sagt, nein, das ist echt, du bist eher wie ein Schwamm. Also du musst aufsaugen, du musst dir Sachen aneignen, Kultur aneignen, um dich selber zu werden. Du musst dich wie sozusagen dir selber fremd werden und dann dich in dem anderen
können wiederfinden. Und ich glaube, das ist schon das Interessante auch am städtischen Leben. Und darum ist es, glaube ich, auch so progressiv, oder? Mhm. Ich weiss nicht so recht, ob wenn man heute aufs Land zieht, ob man wirklich Gesellschaft verlässt. Weil das Erste, was man ja abklärt, ist, hat es dort einen Zugang an ÖV, hat es dort schnell das Internet. Und genau das Gleiche, wenn man ins Wellness-Resort geht. Da sind wir eigentlich mega blöd, oder? Wir gehen ins Wellness-Resort, nehmen den Laptop mit, tun dort also als Erstes ins WLAN einloggen und das Ganze wirklich rausgehen aus der Gesellschaft, aus dem Trubel und zu dem, das zu sich finden, das findet dann gar nicht statt. Ich nehme den Laptop nicht mit. Gut, ich. Super. Und dann rege ich mich auf, dass du nicht antwortest auf die E-Mail. Scheiße. Nein, aber genau die Flucht vor dem Sozialen, kann man sagen, mit Rousseau, vor der Konkurrenz, vor dem Neid, vor dem Vergleich mit anderen, da glaube ich schon, machst du einen Fehler, wenn du ins Dorf gehst. Weil dort ist die wirklich grössere soziale Überwachung und auch der Vergleich und so. Ich glaube, dann ist es wirklich paradoxerweise die Stadt besser, weil es noch mehr Menschen hat, schirrt sie es nämlich überhaupt nicht, was du machst. Im Moment heisst es ja ganz viel, es gibt so einen Stadt-Land-Graben. Und ob es den wirklich gibt und wie der beschaffen ist, das ist ja extrem umstritten und diskutiert. In erster Linie wird er vor allem einfach politisch vereinnahmt. Also es gibt natürlich Parteien, die ganz klar sagen, es gibt den Stadt-Land-Graben und die Städte diktieren da unsere Politik auf dem Land, die wir überhaupt nicht wollen. Und wehren sich gegen das. Und sind Schmarotzerstädte, heisst es auch noch, oder? Genau. Von rechter Seite. Wobei man ja sagen muss, der Finanzausgleich, den wir in der Schweiz kennen, dass quasi die strukturschwächeren Regionen Geld bekommen von der strukturstärkeren, die profitieren massiv von der Städte. Also ich glaube, 84% vom BIP wird in den urbanen Zentren erwirtschaftet in der Schweiz. Womit man nicht sagen will, das Land ist nicht wichtig, weil das zeigt ja auch wieder die Schwäche vom Bruttoinlandprodukt, von dieser Messung, weil alles, was wir beschrieben haben, das Auftanken auf dem Land, das schlägt sich dann eben nicht nieder im BIP. Und das ist ja auch ganz eine wichtige Ressource. Wir haben ja zum Beispiel das sogenannte Ständemeer, wo auch gilt bei Initiativen zum Beispiel, brauchen auch ein Ständemeer und ganz oft scheitern Initiativen auch genau an dem. Ich finde das auch nicht in dem Sinn ungerecht, weil ich finde, genau das ist ja der Versuch, in einer Demokratie zu schauen, dass eben in den Regionen, wo weniger Leute leben, dass die nicht einfach dauernd überstimmt werden. Weil die auch wieder bestimmte, genau. Also ich glaube, die Schweiz macht eigentlich recht viel recht gute Sachen. Um den Stadt-Land-Graben eben eigentlich nicht so gross zu werden. Darum finde ich es schade, wenn der so politisch ausschlachtet. Aber es ist auch eine Bremse, muss man ehrlich sein. Wenn natürlich dann der Kanton, sozusagen, wenn die grosse Masse, die Mehrheit eigentlich etwas will und wird die ganze Zeit ins Veto reingelegt von einer kleinen Minderheit, das ist eine Gratwanderung. Ja, klar. In der Demokratie muss man fein justieren, würde ich jetzt sagen. Und der Stadt-Land-Graben, da gibt es eine schöne Unterscheidung von einem Politologen, von David Goodhart, der sagt, es gibt wie zwei Mentalitäten, könnte man sagen. Sozusagen die Anywheres und die Somewheres. Die Anywheres, die haben eigentlich keinen Ort. Das sind die urbanen, kosmopolitischen Städterinnen, Städter, Akademiker so oft, die eigentlich überall können leben und arbeiten und sehr, sehr offen sind, was das angeht. Und die anderen, die Somewheres, die irgendwo eine Wurzel haben und verwurzelt sind. Was bist denn du, ein Anywhere oder ein Somewhere? Weil du hast ja am Anfang gesagt, ja, du hättest eigentlich schon gerne, so wie als Kind schon, am Stadtrand mit ein bisschen See und so. Ich glaube, Somewhere muss sich dann auf die Natur beziehen und nicht auf ein bestimmtes Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ich will jetzt zum Beispiel nicht unbedingt auf Luzern zurück oder irgendwie das Quartier, wo ich aufgewachsen bin. Aber könntest du dir vorstellen, auszuwandern oder in einer anderen Stadt zu leben? Irgendwo auf der Welt? Ja, habe ich ja gemacht, eine Zeit lang. Also in Deutschland gelebt, ist jetzt nicht riesen weit weg. Ich kann mir das vorstellen. Wir haben uns das überlegt, noch mal irgendwie 2-3 Jahre zu machen. Also das ist etwas, wo ich sehr offen bin. Aber im Moment habe ich wie genug Herausforderungen mit Familie, Job und so weiter, dass mir das irgendwie einfach zu viel ist. Mhm. Ja. Bei dir? Ich glaube, ich wäre eher ein Anywhere. Also ich kann, glaube, an vielen Orten Wurzeln schlagen. Was ich immer wieder merke, ist schon, mit der Schweiz verbindet mich viel Heimat. Das ist auf jeden Fall so. Zum Beispiel mit dem Dialekt reden. Darum verteidigen wir ja auch unser Fleisch und Passado Schweizerdeutsch. Dass es halt viele Wendungen gibt, die einem so vertraut sind. Aber letztendlich ist eigentlich das, was die Wurzeln damit zu tun haben, sind bei mir ganz klar Menschen, Beziehungen. Und die sind halt bei mir mittlerweile auch recht verstreut um den Erdball. Das heisst, man wird zwungenermassen zum Anywhere. Ja, Stadt oder Land, wo zieht es euch an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt. Wir haben auch mit dem Philosophen Michael Hampe geredet über die Sehnsucht nach der Natur und mit dem Richard Sennett, dem grossen Soziologen, über die Stadt. Wenn ihr mehr wollt von Bleisch und Bossart, freuen wir uns, dann aktiviert doch die Glocke. Bis bald.